Zehntausende strömen ins Stadion, 100.000 säumen die Straßen. Hier spielt normalerweise der Fußballclub Olympique Marseille, doch jetzt ist Papst Franziskus da. Die feierliche Messe ist Abschluss und Höhepunkt seines zweitägigen Besuchs in Südfrankreich. Bonjour Marseille, bonjour la France. Die Tage in Marseille stehen ganz im Zeichen der Migrationskrise. Am Samstag redet der Papst Politikern und Kirchenvertretern ins Gewissen. Diejenigen, die ihr Leben auf dem Meer riskieren, sind keine Invasoren. Sie suchen Aufnahme, sie wollen ein Leben. Die Migrationskrise ist keine singuläre, kurzfristige Notlage, die immer gut dafür ist, alarmistische Propaganda zu schüren, sondern sie ist eine Realität unserer Zeit. Sie betrifft drei Anrainerstaaten des Mittelmeeres und muss angesichts aller Schwierigkeiten mit kluger Weitsicht und in europäischer Verantwortung gestaltet werden. Es müsse mehr legale Einreisemöglichkeiten für Migranten geben. Integration sei eine mühsame Aufgabe, biete aber große Zukunftschancen. Bereits am Freitag nimmt Franziskus an einer Gedenkzeremonie für ertrunkene Migranten teil. Zusammen mit religiösen Führern betet er an einer Gedenkstele nahe der Basilika Notre-Dame de la Garde, hoch über Marseille. Das Mittelmeer dürfe nicht zum Grab der Menschenwürde werden, sagt der Papst. Wir dürfen nicht länger gleichgültig zusehen, wenn Menschen zu Schiffbrüchigen werden, ausgesetzt auf dem Meer von grausamen Menschenhändlern. Menschen, die zu ertrinken drohen, müssen gerettet werden. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit, eine Pflicht der Zivilisation. Franziskus setzt sich seit Jahren für Flüchtlinge und Migranten ein. In Marseille dankt er Mitgliedern von Rettungsorganisationen für ihren Einsatz. Ich bin noch ganz bewegt. Als jemand, der selbst aus dem Meer gerettet wurde, hätte ich niemals gedacht, dass ich den Papst persönlich treffen könnte. Ich hoffe, dass er sich weiter für Migranten einsetzt und dass seine Worte die Menschen erreichen, gerade in der aktuellen Situation. Zurzeit kommen wieder jeden Tag tausende Migranten über das Mittelmeer, versuchen Europa zu erreichen. So sind in den letzten Wochen an einem einzigen Tag fast 7.000 Menschen auf der italienischen Insel Lampedusa angekommen. Jeden Tag riskieren neue Migranten die gefährliche Überfahrt. In der Abschlussmesse feiert der Papst mit zehntausenden Gläubigen das Abendmahl. Nach allen politischen Statements steht nun wieder der Glaube im Mittelpunkt.